Zuhörer Becky, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch, wie immer. Jedenfalls dachte ich mir, schauen wir uns heute mal Situationen und Dinge an, die man einfach nicht versteht. Man versteht es nicht. Man weiß auch nicht, wie irgendwie Leute darauf gekommen sind. Jeder kennt einfach diese Momente. Auf jeden Fall einfach nur wusch. Ja, gleich das Erste. Ich verstehe es nicht. Wie kommt man bitte darauf, so seinen Regenschirm zu benutzen? Ach du Scheiße. Ich meine, okay, vielleicht ist er kaputt. Man weiß es ja nicht. Aber selbst dann würde ich irgendwie versuchen, das Ding irgendwie aufzubekommen. Oder wenigstens meine Jacke zu nehmen. Es scheint auch so, als hätte sie eine Kapuze. Wenigstens das, aber so, das bringt kaum was. Hält das trocken? Hat das jemand von euch schon mal probiert? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber ich kann es mir echt schwer vorstellen. Naja, wenigstens besser als ein Taschentuch auf dem Kopf, ne? Was für ein Handicap ist das? Ja, also ich glaube, dieser Parkplatz wird immer unbesetzt bleiben. Was macht sein Kopf unten am Hintern und der Rollstuhl eigentlich auf seinem Kopf? Was ist da passiert? Boah. Boah. Leute, ich könnte das nicht. Ich weiß, dass einige das anscheinend, glaube ich, auch so essen, oder? Kiwi mit Schale. Gibt es ein paar, die das essen? Also ich könnte das nicht. Das ist mir einfach viel zu pelzig und weiß ich nicht. Ich könnte das niemals mit Schale essen. Sorry. An alle, die das essen, für mich, ich verstehe es nicht, wie man das mit Schale essen kann. Aber vielleicht geht es denen, die Kiwi mit Schale essen, genauso. Also nein, ich könnte das nicht. Einfach so reinbeißen in die Kiwi. Okay, nein. Das verstehe ich null. Wie kommt man bitte darauf, Nudeln in den Toaster zu tun? Da kannst du noch 10 Minuten warten oder 20, 30. Die werden nicht al dente. Das funktioniert nicht. Was ist nur passiert, dass jemand das macht? Und was hat er sich dabei gedacht? Dachte er ernsthaft, das funktioniert? Also denen kann man auch nicht mehr helfen. Nein. Die Tür geht nicht auf. Glaube, das funktioniert doch nicht. Wie kommt man bitte darauf? Nicht die Tür zu benutzen. Ganz normal, da ist eine Türklinke, also ein Türknauf. So würdest du viel einfacher die Tür aufbekommen, statt dich durch die Katzenklappe zu quetschen. Alter, was ist da passiert? Eskalation. Was muss da bitte passiert sein? Das sieht so unnormal aus. Anscheinend ist es für einige Leute echt zu schwer und kompliziert, auf normale Art und Weise eine Tür zu öffnen. Funktioniert anscheinend bei allen nicht so ganz. Warum nicht? Ich glaube, er ist einfach so eingeschlafen in der Position. Oh, wie viele Eltern würden durchdrehen, wenn du so durch deine Tür gehst? Ich wollte gerade sagen, was ist denn daran so falsch? Aber seht ihr da? Guck mal bitte unten neben die Colaflasche. Was machen da bitte Schuhe drin? Ich verstehe das echt nicht. Also bislang verstehe ich fast gar nichts davon. Wie passiert sowas? Dass bei einigen Leuten verrückte Sachen passieren, okay. Aber das da? Einfach nicht wundern, wenn ihr das nächste Mal bei jemandem seid und ihr plötzlich Schuhe im Kühlschrank seht. Scheint wohl normal zu sein. Ihr könnt ruhig sagen, wie es ist. Ich bin ein Genie. Okay. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich verstehe ein bisschen, worauf er hinaus wollte, ja, was er damit machen wollte. Er wollte es einfach bequem auf der Toilette machen. Aber dass er sich noch die Mühe gemacht hat, extra da noch ein Loch reinzumachen. Und sowieso alles, das ist irgendwie eklig. Ich glaube, er ist der Einzige, der sich darauf setzt. Ich glaube, er ist so richtig forever alone mit seiner genialen Idee. Okay, ich bin wieder an so einem Status angelangt, wo ich es einfach nicht verstehe. Ist das nicht normalerweise für deine Flasche da oder so? Ich wusste nicht, dass man so auch Pizza transportieren kann. Ja, Pizza to go ist das. Mega lecker und schlau. Auf jeden Fall. Worauf Leute kommen, ne? Scheint aber der ultimative Hack zu sein, Leute. Also, falls ihr Fahrrad fahren müsst und ihr habt noch ein Stück Pizza, einfach da reinquetschen. Ich leg dich genau hier hin, dann verliere ich dich nicht. Ich glaube, da hat jemand irgendwie sein Geld drin aus Versehen vergessen. Kennt ihr das auch, wenn man aus Versehen auch zum Beispiel sein Handy im Kühlschrank gelassen hat? Es ist mir ohne Scheiß schon mal passiert. Leute, ich hab's gesucht. Bis zum geht nicht mehr und hab's dann im Kühlschrank gefunden. Unnormal. Aber es kann mal passieren. Deswegen wundert es mich nicht, dass jemand da auch vielleicht sein Geld drin hat. Es ist auf jeden Fall sicher verwahrt. Ich glaube, da kommt jemand nicht so schnell drauf, ne? Dass da dein Geld liegt im Kühlschrank. Ich habe heute Morgen meinen Wecker überhört. Alter, den Abdruck, das tut doch bestimmt weh. Aber wie schafft man das bitte, seinen Wecker dann komplett nicht mehr zu hören? Und was ist das bitte für ein Körperteil? Der Tag ist echt mies gestartet. Okay, wie geht das nochmal, dass man eine Wundschutzcreme mit einer Zahncreme vertauscht? Sehen die sich so zum Verwechseln ähnlich aus? Ja, okay, vielleicht nicht hier, aber dort in Amerika wahrscheinlich. Also, Alter, ist das eklig. Vor allem,
muss sie wahrscheinlich, oder eher, angefangen haben, auch schon seine Zähne damit zu putzen. Boah, ist das ekelhaft. Eine richtige Cola-Party. Leute, das wäre was für mich. Ohne Scheiß, ich liebe Cola. Also, wenn ihr schon wisst, ich liebe Coke Zero. Das wäre jetzt zu viel Zucker für mich. Aber wie geil ist das? Wer macht mit mir eine Cola-Party? Wer ist mit dabei? Ich glaube, danach bist du einfach so hyper. Aber egal, scheiß drauf. Ey, wie geil. Ich feiere das total. Andere würden es nicht verstehen, aber alle, die Cola lieben, verstehen es. Miss Serial 2005. Ist das jetzt eine Verarsche oder gibt es diese Misswahl wirklich? Das sieht so krank aus. Voll mit dem Milchglas. Also wenn es so eine Misswahl gibt, ey, ich bin dabei. Ich will auch Miss Kellogg's bzw. Miss Müsli sein. Ich würde mir aber lieber Fruit Loops oder Cineminis raufkleben. Ein Dumbo-Hund. Oh, ist der süß. Oh mein Gott, guckt einfach mal seine riesigen Ohren an. Der ist so süß, aber warum fliegt der durch die Gegend? Ich hoffe, ihn hat jemand gefangen. Oh nein. Oh, sieht das gemein aus. Trocknet sie so ihre Haare oder macht sie es öfters irgendwie oder was ist das? Sie hat auf jeden Fall Talent. Nicht jeder kann einen Staubsauger auf seinen Kopf balancieren. Komischer Zufall. Echt komischer Zufall. Jetzt weiß ich auch, warum Hunde diese Krause hassen. Die wollen einfach nicht so aussehen wie eine Satellitenschüssel. Badet sie da im Ernst mit Kürbissen in der Badewanne? Ich dachte immer so, Baden in macht man ja immer so just for fun, aber sie macht es anscheinend öfters. Und ihre Katze liebt sie ja sowas von, ne? Die kleine Omi da in der Badewanne. Oh, ist das süß. Aber ich verstehe trotzdem nicht so ganz, was das bringen soll, in Kürbissen zu baden. Dieser Vater, der den Badeteil einer Badebombe falsch verstanden hat. Ernsthaft jetzt? Aber jetzt mal ganz im Ernst, es sieht schön aus. Aber ja. Das kann halt passieren, Leute. Passt bloß auf, vor allem Laschbadekugeln. Eure Eltern denken im schlimmsten Fall, das sei für die Toilette. Und dann seht ihr das. Ich traue ja schon ein bisschen dieser Badekugel hinterher. Aber wie kommt man bitte darauf, das da rein zu tun? Da muss echt was falsch gelaufen sein. Dieser Junge, der versucht hat zu blockieren. Knapp daneben ist auch vorbei. Wo ist das Fail? Ja, er war knapp dran. Haarscharf. Man sieht doch, es ist nur ein Millimeter Abstand. Sonst hätte er ihn geblockt. Auf jeden Fall. Es ist ein bisschen in die falsche Richtung. Aber Leute, ich verstehe es. Ich verstehe es, weil wenn ich Basketball spiele, sehe ich genauso aus. Ich hänge irgendwie ein paar Sekunden zurück einfach. Wenn Eltern dich verdonnern, im Ernst, wenn es mega regnet, trotzdem noch die Blumen zu gießen. Normalerweise wollt ihr denen sagen, es bringt nichts, aber du musst trotzdem raus. So sieht es dann aus. Ich verstehe es nicht. Warum tut man das? Wieso sollte man mal so viel Wasser noch extra Wasser raufkippen und die Blumen gießen? Das ist so überflüssig. Wenn deine Eltern sagen, du sollst rausgehen im Sommer und du eigentlich keinen Bock hast. Und das sieht so richtig gemein aus. Sie tut mir schon voll leid. Und warum ist sie so fett eingepackt? Und warum sitzt sie so im Pool? Das ist so lieblos. Ich verstehe das echt null. Was ist da nur passiert? Einfach mal ein Bild im Anzug und einer Nähmaschine machen. Genau vor einem, was ist das? Postwagen, der irgendwo in einen halben Fluss da hängt. Was ist das? Was ist das für ein Bild und wofür willst du das benutzen? Willst du so jemanden fragen, ob er mit dir zum Abschlussball geht? Ich nähe dir dann auch das Kleid, kannst du da drunter schreiben. Ich verstehe das einfach gar nicht. Oh, das tut er nicht. Das tut er nicht. Oh, ist der lebensmüde? Der ist nicht mehr normal drauf, ehrlich. Also wenn du so zum Strand gehst im Sommer, bei den ganzen Möwen und du bist voll getaped mit Brot, das ist unnormal. Schau an alle, die das versuchen, aber das würde ich niemals tun. Okay, ich glaube, andere würden es null verstehen, aber ehrlich, das Haus würde ich sowas von feiern. Oh, ich liebe Hüpfburgen. Ey, wenn das ganze Haus so ist, wie geil. Das ist einfach nur geil. Aber ich glaube, wenn jemand so neben dir einzieht, verstehst du es einfach nicht. Du hast echt keinen Plan, was sich jemand dabei gedacht hat. Aber ob da wirklich Leute drin wohnen? Es ist auf jeden Fall ziemlich unsicher, so ohne Fenster und ohne Türen. Und jemand braucht eigentlich nur das ganze Ding aufschlitzen, du hast kein Haus mehr. Also, dass man vielleicht den Stecker hinten da reinsteckt. Okay, es gibt ja irgendwelche Hacks, die sagen, ja, steckt das in einen Apfel und dann lädt euer Handy, funktioniert eh nicht. Aber das Teil, was eigentlich in ein Handy gesteckt wird, in einen Snickers-Riegel zu stecken. Was willst du da jetzt genau aufladen? Wolltet ihr schon immer mal nach einem Internet-Explorer riechen, so extrem nach Internet stinken? Kauft euch das passende Parfüm dazu. Ernsthaft, wo verkaufen die sowas? Und was hat man sich dabei gedacht? Ich würde mir niemals ein Parfüm, was Internet heißt, kaufen. Und wo auch noch das Logo vom Internet-Explorer drauf ist.
frage mich jetzt aber nur, wie soll das riechen? Nach Elektroladen oder was? Wie riecht Internet, Leute? Gute Frage. Ist mit der Person noch alles gut gewesen? Ich will jetzt auch nicht wissen, wie die Person danach rumgelaufen ist. So ohne Unterhose. Und wie hat man das hinbekommen? Versteht ihr das? Das ist irgendwie auch schon gruselig. Erstmal der Gedanke, die Person läuft ohne Unterhose rum. Schlimm genug. Zweitens, wie will sie das einem Baum angezogen haben? Ich meine, du müsstest ja ganz bis zur Baumkrone hoch, um dem Baum die Unterhose vernünftig anzuziehen. Ich verstehe das nicht. Wie kriegt man sowas hin? So Leute, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr so gar nicht verstanden habt. Ich glaube, das Verwirrendste fand ich der Schokoriegel, der aufgeladen wird. Auf jeden Fall, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Habt noch einen tollen Tag und bye!